Was, liebe Zuhörer, jetzt sind wir weiter hier auf unserem Kanal Crash Bros und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play. Heute müsste es bei euch Samstag sein, bei mir ist immer noch alles hintereinander weg hier. Und ja, wie gesagt, wir spielen dieses Level, wo wir das letzte und das zweite Schlüssel finden können. Und Schlüssel war ja mit, Schalter im neuen Weg, weil, was? Wir haben den blauen schon, also können wir hier alle 112 Kisten. Aber das Gute ist, wir dürfen ja wieder sterben. Ich habe keine Erinnerung mehr an das Level. Ich wusste gar nicht, dass es zwei Tempel-Level gibt. Okay. Ich hoffe, man kann nach hinten. Nee, die Kamera spielt nicht mit. Ja, ich mag die Musik aber hier. Zeit für ein Picture mit Aku Aku. Ich hoffe, das fällt euch auf, dass ihr mal Aku Aku und Thumbnail habt, wenn es möglich ist. Wir müssen auf jeden Fall auf alle Kisten achten, die können wir hier bekommen, da wir auch den blauen Edelstein schon haben. Und am Anfang. Ah, jetzt kommt Kennan, sind die Endgegner. Ja, sind deine Endgegner. Das und Bonuslevel. Die er auch im letzten Mal sehr gut gemacht hat. Ich habe gar keine Erinnerung mehr an dieses scheiß Level. Ja, nichts, wirklich nichts. Sogar rückwärts, ja. Ich mag diese Feuerdinger nicht. Warum ist das hier so sass? Ich mag... Oh, Cortex. Wie er aussieht, ja. Muss ich auf ihn raufspringen, ja? Spinne! Oh. Thorn, da gibt's ja auch. Okay, zwei Bonuslevel haben wir. Kriegen wir da. Boah, was ist denn hier los? Wir müssen nach links, oder? Hier auch. Ah, hier, zum ersten Mal. Ich glaube, zum ersten Mal benutzen wir sowas jetzt, ne? Wow. Okay. Ich hasse das, weil man fühlt sich damit... Man ist... Wenn man die dritte Aku-Aku-Maske kennt, hat es auch letztes Mal gesagt. Er ist extra stehen geblieben. Man kriegt die immer im unnötigen Moment, finde ich. Und man ist dann schneller und es fühlt sich alles anders an. Also man muss das... Es ist nur gut... Ich mag nur Aku-Aku, wenn es so sein muss, wenn vor dir so 1000 Nitros sind und du läufst da durch und bummst alles weg. Aber so? Ja. Diesmal ja nicht. Diesmal ist es ohne. Mal gucken, was uns da jetzt nochmal erwartet. Hier springen. Hier springen. Schlange. Noch ein Aku-Aku. Ich glaube, wir brauchen sogar drei. Was ist das denn für ein Secret? Jetzt haben wir wieder drei, okay. Die wollen unbedingt, dass wir drei haben. Aber warum? Ficker. Okay, für was war das jetzt nötig? Ich verstehe jetzt nicht, warum die so unnötig drei Aku-Aku-Masken eingebaut haben. Kann ich wieder zurück? Ey, danke. Vergessen, ob ich alle Kisten hatte. Ja, okay, war unnötig. Ich darf jetzt auch nicht sterben. Digga, kommt die Spinne gleich da zurück. Kann ich hier rauf? Spinne! Och nee, da geht's nicht. Oh nee, bitte. Oh, warum bin ich zurückgelaufen? Ich hab ne Krankheit, Mann. Ich will nichts verpassen. Bei Crash gibt's immer so viele Secrets. Lauf da lang. Da lang. Bei Crash 2 gibt es auch nochmal ganz viele Secrets. Kann ich mich erinnern. Also nicht genau wo, aber dass es da ganz viele Secrets gab. Crash 3 auch. Crash 1 jetzt nicht so häufig, aber jetzt müssen wir diese Scheiße nochmal machen. Sorry. Regen. Weil ich wollte alles entdecken, ne? Ja, ja. Kein Bock hier zu sterben. Okay, gut. 48 haben wir davon nicht. 49. Ey, ich hab keine Ahnung, ja, das nervt. Gib mal Checkpoint. Wie soll ich das mal machen? Digga.
Ja, okay. Animation länger als keine Ahnung was, ja. Danke. Checkpoint. Wichtig. Die brauchen immer noch. Okay. Die brauchen immer noch zwei Cortex. Scheiße, Sticker, Maskenköpfe, was auch immer. Ich hoffe, dass sie nicht allzu gut versteckt sind. Boah, sag mir nicht, da war jetzt ein Cortex-Teil. Ich will doch mal, ich sterbe jetzt mit Absicht. Weil kann sein, dass da mit dem TNT-Ding ein Cortex-Teil gewesen ist, weil davor, aber das erste war ja auch so. Und wenn TNT das. Digga. Wenn die TNT-Bombe das zerstört, dann kann ja sein, dass das dann das Cortex-Ding gar nicht rauskommt. Deshalb muss ich die Schlange anders töten. Ich werde mal raufspringen auf die Schlange. Und mal gucken. Ja! Ja, Digga. Ich hab's drauf. Ich hab's drauf. Ich hatte auch wirklich keine Erinnerung mehr dran. Das war jetzt einfach nur, weil es beim ersten so war, dachte ich mir so, das machen die doch mit Absicht. Dass die Schlange so platziert ist. Also keine Ahnung, falls du es vorher siehst. Oh, man kommt nach links. Kommt man gerade nach links, Digga. Oh, warum waren da Wumpas nach links? Das Level ist ja nur Try and Error. Man muss manchmal. In Crash ist auch so, du musst manchmal in die Leere springen und so. Das ist einfach so. Das ist Crash. Du musst. Sonst wirst du nie wissen, ob es da noch Kisten gab. Junge. Das ist mein Fehler. Das ist jetzt nichts mit Try and Error. Oder was ist das? Ja. Aber es war angenehm, sterben zu dürfen, ja. Dann sterbe ich halt. Wir sind ja jetzt im Länder letzten Endes schwierige Level. Das ist jetzt nicht so peinlich, ne? Jetzt kann ich noch töten, da ich die Maske schon habe. Und warum sind da vor Wumpas nach links? Ich spring da jetzt hin. Ja. Oder. Cortex sogar. Jungs, vertraut auf euer Gefühl. Vertraut auf euer Gefühl, Mann. Dann geht's schon. Die Wumpas sind nicht umsonst da. Okay, jetzt können wir unseren zweiten Schlüssel kriegen. Ich bin gespannt. Okay. Meiner ist nicht auf die Kiste raufgegangen. Aber coole Cortex-Musik da immer. Dürfen wir nicht zu früh abspringen. Das Neck ist. Oh. Da müssen wir das so machen. Ja. Das war mein Problem. Ich wollte nicht auf die Kiste rauf. Wie Kenan meint, der geht manchmal auf die Kisten rauf. Obwohl er zwischen zwei Kisten ist, er entscheidet sich immer, wenn ich falsch stehe. Aber ich habe es genau richtig gemacht, ey. Ja, ist nicht schwer. Nehmen wir schon mal die Schlüssel mit. Sachen, die steuert man gar nicht so. Man will die gar nicht so steuern. Man denkt, weil man denkt, dass Crash anders handelt, lenkt man schon anders. Das ist komisch. Ihr müsst das selber spielen. Nee, so keiner versteht es ja. Was mache ich jetzt hier? Warum bin ich schon rübergesprungen? Gehirn war ausgeschaltet. Ich bin nicht. Die Analogsticks sind aber auch so empfindlich, ja. Manchmal ganz wenig nach rechts, der rast, der sprintet. So ein einfaches Level, Alter, dass ich hier so ein paar Versuche brauche, ist peinlich. Ich weiß ja genau, wie man es spielen muss. Ja, jetzt wieder zurückspringen, hier immer auf die zweite Kiste. Okay. Ja, was.
Sorry, aber Crash wurde kurz zu Michael Jackson da, Alter. Digga, warum hat er diesen Schwung nicht geschafft? Dieser Schrei, sorry. Falls ihr diesen Schrei gehört habt, schreibt mal in die Kommentare Michael Jackson. Ich weiß ja nicht, wer hier am Start ist und wie lange guckt. Meine Videos haben wir in die Kommentare. Okay. Bam, bam, bam. Danke. Danke, so schwer war das gar nicht. Aber wir haben den nächsten Schlüssel. Jaws of Darkness. Gehen wir hier hoch. Und ich denke mal, wir dürfen hier wieder nach rechts laufen, ja. Nice. Nice. Diamant plus Schlüssel wäre schon sexy. Ja, Stadtrat, das ist ja das Ende. Da müssen jetzt die 12, 24 Kisten sein. 24 Kisten! Nein, bitte nicht. Ich will nicht alles von vorne machen. Ich meinte doch davor, stand doch 49, nicht 48. Könnt ihr euch erinnern, was ich meinte? Bitte nicht, bitte. Bitte, bitte, Jesus Christi. Egal. Boah, das hat mich jetzt verwirrt. Die haben mich gut verarscht. Was ist denn die Kiste? Aber was für eine Kiste fehlt mir? Ich will nicht alles von vorne spielen. Nein. Halt die Fresse. Da ist keine Kiste mehr. Mir fehlt die scheiß Kiste. Ich laufe alles zurück. Begeht nicht. Digga, jetzt nicht wegen sowas, ja. Ich glaube nicht, dass hier eine Kiste ist. Ja. So was kann nie passieren. Ja, eine Kiste. Eine. Ich war schon fertig. Alles nochmal. Alles. Ohne Sterben auf Ansage. Nix. Kein Bonus, aber nix, nix. Alles, alles, alles. Speedrun, sogar mit Speedrun. Ich spring einfach in die Leere! In die Leere bin ich gesprungen! Boah, das hat mich gerade. Da muss man wirklich ruhig bleiben und nochmal alles in Ruhe spielen. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Vielleicht ihr schon, wenn ihr die Video länger angeguckt habt und denkt, hä? Warum ist das noch nicht vorbei? Ja, jetzt ist mir warum. Ich bin gespannt, ob da nach dem blauen Edelstein. Ob da 48 oder 49 steht. Ich meinte doch sogar, warum nicht 48, wenn es wirklich daran lag. Aber was habe ich denn da verpasst? Ja, die machen wir auf. Oder irgendwo ist eine Kiste komplett versteckt, oder? Ich habe was übersehen, was ihr gesehen habt. Und nochmal das Cortex, ja, wir machen. Alles sammeln. Alles nochmal. Aber an sich war das Level nicht schwer. Es ist kein schweres, ja, wirklich nicht. Vielleicht ein bisschen länger, aber kein schweres. Halt mit ein paar Secrets muss man. Oder wie kann man. Von vorne! Ich halt meine Fresse, das Level ist schwer. Die Fresse. Kannst du mal spielen. Ich krieg diese Sprünge nicht hin. Ich krieg die nicht hin. Ich drück zu wenig X. Ich drücke mein Leben. Ich mach Taste kaputt. Ich geh Mediamarkt danach, weil. Warum ist ihre X-Taste kaputt? Ja, ich muss den Crash Bandicoot einspielen. Man muss ja drücken mit Hammer, Digga. Schlag mit Hammer auf X-Taste, damit er genug springt. Wird man nicht doch aggressiv, ja. Ich bin Bock mehr, ja. Ich bin Crash, ich kann nicht so weit springen. Erst bei Crash 2 und 3 lerne ich doch nicht Sprung. Crash 2 konnte, der konnte auch keinen Doppelsprung, glaube ich. Erst 3. Ich bin Crash, ich kann erst bei 3 Doppelsprung. Krass, dass es so lange kein Checkpoint gibt. Das ist schon hart. Kenner mit hart, scheiße, Kenner tut mir leid. Ja, ich bin schon schlimm, aber du bist schlimmer. Also ich bin schon sehr schlimm. Sehr, sehr. Aber
Nein, nein, du wirst besser sein. Warum sollst du da? Du wirst besser als ich sein. Ich hoffe es. Ich hoffe, du musst nicht alles von vorne spielen, weil die eine Kiste fehlt und du guckst jetzt dieses Video an und siehst, wo die Kiste fehlt. Bitte. Bitte. Danke. Erstmal Checkpoint. Das kann weg. Moin. Moin. Ist hier eine Kiste irgendwo, hä? Ich sehe hier nichts. Wie gesagt, wenn er gleich 49 steht, nach dem hier. Nach dem 49, dann haben wir eine Kiste verpasst. Ist hier was? Hier oben drauf! Da oben drauf! Also haben wir die beim ersten Mal gekriegt, wisst ihr warum? Ich glaube wegen der Akku, weil wir da schon drei Akku-Masken hatten. Ich glaube, ich sieht wirklich schlecht 49 da oben drauf. Quite gold. Mein erstes Gefühl hier, schwul zurückgeht zum ersten Mal. Ich meine, 48 geht doch nicht und so. Ich hatte recht. Jetzt kann ich ganz entspannt das Level spielen, da ich weiß, ich habe alle Kisten. Ha! Wir dürfen die Schlange nicht killen, das wissen wir ja, also so. Cortex ist hier. Einfach hier in Ruhe. Dann machen wir noch mal das Neo-Level. Das Neo-Cortez. Das ist doch Spanier, oder? Cortez. Ja, Schlüssel. Das war mir so wichtig diesmal beim ersten Mal, weil das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer. Jetzt zack, 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 weiter, zack. Jetzt zu Torna, dann Torna Level, dann gehen wir ab nach Hause und ins nächste Level im nächsten Video. Jetzt nach rechts. Spring. Ach, diese Feuerflammen. Ja, da ist auch schon das Torna Level. Diesmal seht ihr, brauchen wir nicht 24, sondern 23. Boah, wegen einer Kiste muss man das hier alles komplett neu spielen. Ja, kann ich auch warten. Ah, okay. Hab ich Ärger bekommen vom Spiel? Auch keine Leben. Danke. Danke. Mach mal auf. Oh, Schlüssel plus Edelstein. Dieses Level müssen wir noch Platin-Relikt machen und die Relikte davor freue ich mich schon gar nicht. Boah, 76% direkt. Cash in Machinery. Komm, wir sind schon fast ganz oben. Ganz oben sind wir schon fast. Das war jetzt das 3 von 7. Und hier ist wieder was Dunkles, ja. Wieder was Dunkles. Dann sehen wir uns gleich bei wieder was Dunklem. Ciao.